Vereinen, Kirchen und Gewerkschaften, 20.000 Menschen in einer Stadt mit über 3,5 Millionen Einwohnern. Ich werde nicht wiederholen, was andere bereits gesagt haben oder noch sagen werden. Die Zeit der Allgemeinplätze ist vorbei. In der Not zeigt jede Nation ihr wahres Gesicht, so wie jeder einzelne von uns. Und was sehen wir in diesen Tagen? Der Verlust an Realitätssinn von Presse und Politik ist frappierend. Das Bild, das von Deutschland in wohlfeilen Reden und in der Presse gezeichnet wird, spiegelt schon lange nicht mehr die Wirklichkeit in unserem Land wider. Man stellt keine Fragen mehr, weil man sich vor den Antworten fürchtet. Trifft es tatsächlich zu, dass die Deutschen an der Seite der Juden sind in Zeiten der Not? Ist es wahr, dass sich der Antisemitismus auf eine Minderheit beschränkt und auf jene, die in der Sonnenallee den Mord an jüdischen Kindern bejubeln? Ist das Ja-Aber, das man jetzt allenthalben lesen kann, so unschuldig, wie es klingt? Wann sind wir endlich bereit, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen? 1.400 Juden sind tot. Kinder, Frauen, Greise, die die SS überlebt haben, aber nicht die Hamas. Israel hat damit begonnen, die feigen Mörder zu jagen. Und schon beginnt sich der Wind zu drehen, nicht nur bei der BBC und in der Tagesschau. Schon heißt es, die Juden seien selbst schuld an dem Unglück, das über sie gekommen ist. Man solle doch der Diplomatie eine Chance geben und verhandeln mit jenen, die Israel auslöschen und alle Juden verbrennen wollen. Der kurze Moment des betretenen Schweigens angesichts der ermordeten jüdischen Familien ist vorüber. In den Straßen und Gazetten hallen nun umso lauter die Rufe: Apartheid, Genozid, from the river to the sea. Der Revisionismus beschränkt sich bedauerlicherweise nicht auf die üblichen Verdächtigen in den Reihen der deutschen Rechten. Auch manche vermeintlich Linke in Deutschland, in Ost und West, verwechseln seit Jahrzehnten arabische Mörder absichtsvoll mit Freiheitskämpfern. Jene Partei, die das Wort links in ihrem Namen trägt und deren Mitglied ich über 3 Jahrzehnte war, habe ich gestern verlassen. Nicht in Bitternis, nicht in Groll, nur in Trauer. Aber machen wir uns nichts vor, Lippenbekenntnisse sind kein Privileg bestimmter Parteien und Bündnisse. Sie sind en vogue geworden in unserem Land, das seit langem ohne jede Vision seiner selbst vor sich hinlebt. Ich bin der Lippenbekenntnisse müde. 20.000 Menschen stehen hier am Brandenburger Tor. Jeder Quadratzentimeter dieses Bodens mit jüdischem Blut getränkt. Nur 20.000 Menschen. Israel aber darf nicht untergehen. Israel kann nicht untergehen. Israel wird nicht untergehen. Meine Tochter Rachel Hermlin singt jetzt noch ein Lied, das Abel Meropol geschrieben hat. Er war ein jüdischer Lehrer und Mitglied der Kommunistischen Partei Amerikas. Und nachdem er
Artikel las in den Zeitungen über den Mord an Schwarzen in den Südstaaten der USA, schrieb er diesen Text und Billie Holiday hat ihn gesungen. Hier ist Rachel Hermlin und Strange Fruit.